herzlich willkommen zu unserer Sendung Hoffnung um 12. Im Psalm 23, Vers 1 steht: Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Eine wunderbare Zusage von Gott. Und es ist wirklich so. Wir können uns darauf verlassen, dass er uns nicht im Stich lässt. Hoffnung um 12, wir wollen dich ermutigen. Und heute zu dem Thema: Blühe dort, wo du gepflanzt bist. Lass uns dein Gebetsanliegen wissen auf gebet@missionswerk.de, im Chat oder am Telefon bis 13 Uhr. Blühe dort, wo du gepflanzt bist. Du sagst dir, dort wo du wohnst, das ist keine gute Gegend oder da mag ich nicht oder meine Nachbarn, das ist eine Katastrophe, der Spielplatz vor dem Haus oder was auch immer oder auch in deinem Betrieb. Ja, da gehöre ich nicht hin und so weiter und so fort. Ich sag dir, blühe dort, wo du gepflanzt bist. Und das ist was Wunderbares, was wir tun dürfen und nicht meutern, dass wir irgendwo sind, wo wir nicht sein sollen oder wollen. Sollen, ja, dort soll man wirklich nicht sein, aber dort, wo wir nicht wollen. Und Gott hat dich dorthin gepflanzt. Vielleicht nur für ein Stück. Aber er hat dich dorthin gepflanzt und leuchte, blühe, strahle, weil das ist deine Aufgabe an diesem Platz, gerade dort, wo du bist. In 1. Korinther 4, Vers 2 heißt es, Gott erwartet Zuverlässigkeit. Er erwartet, dass du dort, wo du bist, wo du dich aufhältst, vielleicht gerade jetzt, dass du dort blühst, strahlst und leuchtest. Herr, ich danke dir dafür. Herr, dass wir das einsehen. Herr, dass dort, wo wir sind, Herr, wir auch eine Aufgabe haben. Nicht überall zu predigen oder Bibelsprüche durch die Luft werfen. Nein, Herr, dass wir leuchten, dass wir blühen sollen, dass wir strahlen sollen, dass wir ein Wohlgeruch sind für die Menschen, die uns vielleicht nicht mal mögen, die vielleicht mobben, die vielleicht ungerecht sind. Aber Herr, danke, dass wir dort, wo wir gepflanzt sind, leuchten und blühen. Danke, Herr. Amen. Amen. Menschen brauchen Hilfe. Und so schreibt uns eine Frau: Liebe Geschwister im Glauben, ich bitte Jesus so sehr, dass er mich heilt von meinen Krankheiten, systemische Sklerose und Lungenfibrose. Herzlichen Dank für eure Gebete. Und Jesus, wir danken dir für diese Frau, die so krank ist. Ja. Und wir danken dir, dass du eingreifst, dass du ein Herr bist auch über diese Lungenfibrose und alles andere, was da noch nicht in Ordnung ist. Wir danken dir für vollkommene Wiederherstellung aller Knochen, aller Organe und alles, was ja nicht so ist, wie es sein soll. Danke, Jesus, dass du diese Frau berührst, dass sie heil ist in deinen Wunden, so wie es dein Wort sagt. Und wir danken dir auch für all die anderen Menschen, die erkrankt sind an Lungenkrankheiten oder Knochenkrankheiten. Danke, Jesus, dass du einfach eingreifst, weil du ein Gott bist, der Macht hat und ein Gott, der Kraft hat. Und wir danken dir, weil eine Kraft von dir ausgeht. Und wir danken dir für diese Kraft, die jetzt gerade diese Menschen berührt und heilt. Danke, Jesus. Amen. Amen. Und wir bekommen sehr viele Gebetsanliegen, die wir nicht alle vorlesen können. Und ich möchte jetzt einfach für all die beten, die wir nicht vorgelesen haben. Jesus, ich danke dir, dass du alle diese Gebetsanliegen kennst, die bisher eingegangen sind. Und ich danke dir, dass du jeden einzelnen Menschen kennst, der krank ist oder der eine Not hat oder Probleme hat. Und es ist so viele Dinge eingegangen mit Gerichtsverhandlungen und mit Familienproblemen und mit Eheproblemen und mit Krankheiten. Und Jesus, ich danke dir. Und wie schon gesagt, du kennst jede einzelne Person und ich danke dir, dass du eingreifst in jede Schwierigkeit, in jedes Problem, weil du eine Lösung hast, weil du weiter siehst als wir. Wir sehen nur das bisschen um uns herum, aber du hast das Ganze in deiner Hand, Jesus. Und wir danken dir für Berührung für jeden, der krank ist und für Lösungen für alle Probleme. Danke, Jesus. Amen. Amen. Und schick uns einfach weiter deine Anliegen. Wir beten gerne für dich. Und die Infos, die sind eingeblendet.
Folgendes Gebetsanliegen kam über Facebook. Liebe Geschwister, bitte betet weiterhin um Heilung von Epilepsie, an der ich leide. Ich nehme seit 9 Wochen Medikamente mit mäßigem Erfolg. Gott ist allmächtig und vollkommen gut. Er kann mich heilen und inneren Frieden schenken. Liebe Grüße und Gottes Segen. Das ist die richtige Einstellung. Gott kann mich heilen. Danke, Herr. Danke, Herr. Wir wissen, du kannst, du willst. Und ich danke dir dafür, dass du es auch tust, Herr, dass diese Epilepsie verschwindet, Herr, in deinem Namen, Jesu. Dass wir rufen deinen göttlichen Frieden in diesen Körper hinein, in das ganze Nervensystem, in Geist, Seele, Leib, Herr. Ich danke dir dafür, Herr, dass der ganze Haushalt, Herr, der chemische Haushalt in dieser Person, Herr, wieder normalisiert wird, dass alles richtig funktioniert in diesem Körper. Ich danke dir von Herzen. Amen. Amen. Und eine Frau schreibt uns Folgendes. Liebe Beter, bitte betet für meinen Vater. Er ist gestern ins Krankenhaus gekommen. Herz-Kreislauf. Er verkraftet es nicht, dass der Sohn sein Leben nicht auf die Reihe bekommt und Drogen nimmt. Dankeschön. Ich glaube, da schauen viele zu, die ähnliche Situation haben. Du bist vielleicht krank, weil deine Kinder nicht auf der Reihe sind und da Probleme machen oder in der Ehe es Probleme gibt und das löst dann auch wieder Krankheit aus. Herr, ich danke dir dafür, dass du jetzt mit jedem bist, der in so einer Situation ist. Herr, ich danke dir dafür, Herr, dass ein jeder, der in so einer Situation ist, dir die Last abgeben kann. Herr, die Kinder, die Frau, der Mann, Herr, alles, was uns bedrückt, Herr, dass wir es an dich weiterleiten, ans Kreuz, Herr, wo du alles besiegt hast. Herr, ich danke dir dafür, dass wir nicht die Last zu tragen haben. Herr, ich danke dir dafür, dass wir es ans Kreuz werfen dürfen, Herr. Danke, Herr. Und Herr, ich spreche auch wirklich in deinem Namen Heilung aus. Heilung auch, Herr, über diese Person, Herr, die jetzt so leidet, Herr, an Herz-Kreislauf und was auch noch alles. Ich danke dir dafür. Amen. Amen. Und eben hatten wir ein Gebetsanliegen auch wegen Drogen. Und hier berichtet jemand, der von Drogen frei wurde. Ein Mann schreibt uns, ich war drogenabhängig, obdachlos und total überschuldet. Gott hat mich geheilt. Jetzt habe ich meine Familie, eine eigene Wohnung und benötige kaum noch Tabletten. So hat Gott in meinem Leben gewirkt. Und das ist so großartig, was Gott tut, wie er in Menschenleben eingreift und sie total auf den Kopf stellt. Das ist so wunderbar und das freut mich immer so sehr, wenn wir sehen und erleben, wie Menschenleben verändert werden. Und eine Frau schreibt uns von ihrer Heilung von Darmproblemen. Ich hatte starke Probleme im Darm, Durchfall und Hämorrhoiden. Alles ist weg. Ich bin geheilt. Danke, Jesus, und danke für eure Gebete. Auch das ist eine wunderbare Gebetserhörung. Das ist so schön. Unser Gott löst Probleme, heilt Menschen. Vielleicht ist manchmal eine Kleinigkeit und manchmal ist was Extremes wie Drogensucht. Ich sag dir, für Gott ist alles möglich. Wenn du was erlebst oder erlebt hast, lass es uns wissen über WhatsApp oder auf den anderen Kanälen. Wir würden uns sehr, sehr darüber freuen. Heute der Tipp des Tages. Blühe dort, wo du hingestellt bist, wo du gepflanzt bist, war das Thema. Hol dir einfach mal schöne Blumen. Egal ob Mann oder Frau, wer du bist, hol's einfach mal ein paar schöne Blumen, stell's dir auf den Tisch in eine Vase rein und betrachte mal diese Blumen. Diese leuchten in den Farben Rot, Gelb, Blau, wie auch immer die Blume aussieht. Egal, ob du sauer bist, ob du müde bist, ob du schreist, ob du zornig bist, sie strahlen einfach ihre schöne Farbe aus. Schau dir das mal an. Lass die Blumen mal ein paar Tage stehen, solange sie
nicht verwelkt sind, und erinnere dich dran, so sollst du leuchten, dort, wo du gepflanzt bist. Ja, und auch ich freue mich immer wieder über einen Blumenstrauß, den ich auch auf unseren Tisch stelle. Ja, du kannst uns weiter dein Gebetsanliegen schicken, und auch das Telefon ist heute geschaltet bis 13 Uhr. Gerne senden wir dir ganz kostenlos unser Magazin zu. Ich möchte dir es schnell in einem Clip zeigen. Kennst du schon unser kostenloses Magazin? Mit hilfreichen Artikeln für dein Leben und vielem mehr. Lass dich jeden Monat neu inspirieren. Und wenn du das Magazin zum ersten Mal bestellst, erhältst du das Buch Du bist wertvoll von Daniel Müller als Geschenk dazu. Gleich hier die Bestellkarte ausfüllen und kostenlos mitnehmen. Du kannst uns auch gerne auf Kirche vor Ort besuchen. Dort sind ganz interessante Berichte, Predigten und vieles, vieles mehr. Schau einfach mal auf unsere Webseite missionswerk.de. Für heute ist die Zeit schon wieder um und wir verabschieden uns und wünschen dir Gottes Segen. Alles Gute! Hol dir unser Magazin nach Hause. Natürlich kostenlos. Das und noch vieles mehr findest du auf missionswerk.de. Wir freuen uns auf dich.